Moin und schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge mit der Sauerländer Barbecue. Wir machen heute richtig leckeres mediterranes Schmorgemüse mit Hähnchen und Chorizo. Und wenn du wissen möchtest, wie man das macht, bleibst du am besten dran und guckst das Video bis zum Schluss. Und solltest du noch kein Abonnent dieses Kanals sein, dann klick doch gerne unten auf Abonnieren und abonniere den Kanal. Vergiss auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann verpasst du auch nichts mehr, wenn es etwas Neues gibt. Und unsere Kohlen, die glühen jetzt schön vor sich hin und in der Zwischenzeit würde ich sagen, wir legen mal los mit der Schnibbelei, denn es gibt einiges zu tun. Und da haben wir zunächst mal das mediterrane Gemüse, wo wir uns drum kümmern müssen. Und da habe ich hier jetzt Paprika, grüne, gelbe, rote. Du kannst natürlich auch Orange nehmen oder der eine oder andere wird es kennen. Ich habe in meinen früheren Videos auch mal so, Tiger-Paprika gekauft. Die sieht unglaublich gut aus. Leider hat der Supermarkt, wo ich die mal gekauft habe, die nicht mehr. Aber wenn ihr mal drüber stolpern solltet, dann guckt einfach mal in den älteren Videos, dann wisst ihr, wie die aussieht. Die ist unglaublich schick. Und das Coole an dem Rezept ist, du brauchst gar nicht großartig schnibbeln, also dir großartig Mühe geben, sondern es reicht, wenn du das Gemüse einfach in ganz grobe Stücke schneidest. Das wird nämlich jetzt gleich ohne Ende geschmort und dementsprechend passt das dann auch. Wenn das etwas größer ist, wird nämlich alles ein bisschen kleiner und wird vor allem alles unglaublich weich. Das hier, das ist eine Aubergine oder wie ich auch liebevoll sage, Dämmstoff. Ja, das Ganze kannst du aber in so einem Schmorgemüse wunderbar verarbeiten. Da schmeckt das Ganze nämlich wirklich sehr, sehr gut. Und das auch einfach in grobe Stücke schneiden, ehe du dich um die Zucchini kümmerst. Das genaue Rezept, das gibt es übrigens wie immer am Ende vom Video. Die Idee zu diesem Schmorgemüse, die kommt übrigens gar nicht mal von mir, sondern ich war jetzt vor kurzem mal essen in einem Restaurant und da gab es Ochsenbäckchen oder Kalbsbäckchen und da gab es eben dieses Schmorgemüse dazu und dann habe ich mir kurz zusammengereimt, was das sein könnte und habe es dann jetzt auf den Dutch Oven umgelegt. Dementsprechend, ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, das mal nachzumachen. So, die Zucchini ist jetzt auch geschnibbelt. Die kommt jetzt auch an die Seite und jetzt kümmern wir uns erstmal ums Fleisch. Ich habe hier eine Chorizo, die bekommst du in jedem gut sortierten Supermarkt. Du kannst jetzt entscheiden, nimmst du die milde oder nimmst du die scharfe und dann schneidest du die einfach klein und packst sie zur Seite, ehe es um das Hähnchen geht. Ich habe mich jetzt für Hähnchenbrustfilet entschieden. Du kannst natürlich auch ein anderes Teil vom Hähnchen nehmen. Du kannst auch ein ganzes Hähnchen nehmen und das dann einfach klein schneiden. Das funktioniert. Und dann habe ich hier einen Rub, in dem Fall Paradise City von Rock'n'Rubs. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben. Der Marco Greulich, der hat ein paar neue Gewürze. Und da ich den Marco jetzt schon unglaublich lang kenne, habe ich mir gedacht, ich zeige die euch auch mal. Das hier, das ist eine weiße Zwiebel. Und diese weiße Zwiebel, die wird jetzt geschält. Denn da das hier der einzige Kanal mit der echten und der einzig wahren Zwiebelliebe ist, darf die natürlich auch nicht fehlen. Aber diesmal wird sie nicht gewürfelt, sondern auch wie das übrige Gemüse einfach grob runtergeschnitten und dann in Streifen geteilt. Danach habe ich hier frischen Knoblauch. Schöne Grüße an den Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Und den schneidest du auch einfach runter. Und dann geht's Gott sei Dank und endlich am Dutch Oven weiter. Denn unsere Kohlen, die sind unterdessen durchgeglüht und die können jetzt auf eine feuerfeste Unterlage. Dafür eignet sich entweder so ein Dutch Oven Tisch, wie ich ihn hier hab, oder du nimmst eine Waschbetonplatte oder du nimmst einen aufgeschütteten Erdhaufen. Es ist ganz egal, wie du das machst. Hauptsache, du fackelst den Garten nicht ab. Und dann kommt der Dutch Oven obendrauf, wird kurz vorgeheizt und nun kannst du die Chorizo da drin anbraten. Wichtig ist, dass die schön knusprig braun ist von allen Seiten. Das Fett, das nehmen wir uns natürlich mit. Und zwar, um später auch das Hähnchen da drin anzubraten. Erstmal die Chorizo jetzt durchmischen, dass da von allen Seiten ordentlich Röstaromen dran kommt. Du kannst übrigens natürlich auch den Darm entfernen, ist aber kein Muss. Und wenn der Dutch Oven dann wieder die Temperatur erreicht hat, dann gibst du einfach das Hähnchen mit oben drauf und das wird jetzt auch von allen Seiten einmal ordentlich angebraten. Der Vorteil ist, durch die Gewürze und durch diese Gewürze in der Chorizo selbst bekommt das Hähnchen nochmal eine ganz andere Farbe und es lässt sich prima rösten bzw. bräunen. Und das
Das Ganze wird durchgerührt und dann nimmst du es kurze Zeit später auch schon raus. Das Hähnchen, das braucht man nämlich erst später wieder, denn das Schmorgemüse, das braucht deutlich länger wie eben das Fleisch. Und das kommt jetzt in eben diese Gewürze und das Fett von der Chorizo rein. Wird einmal kurz ein bisschen, ja, angedrückt, sag ich mal, und ein bisschen verteilt. Und im Anschluss fehlt da natürlich noch ein bisschen was an Gemüse, nämlich unsere Knoblauch und unsere Zwiebel, unsere Knoblauch. Ihr wisst schon, was ich meine. Nun, ordentlich Olivenöl oben drüber packen. Ich habe es im Rezept mal mit 5 Esslöffeln angegeben. Da darf ruhig richtig Olivenöl mit drauf. Und dann richtig viel Tomatenmark. Das Tomatenmark, das dient nämlich da zur Unterstützung beim Bräunen. Und es gibt natürlich auch einen typischen Tomatengeschmack. Nun, frischen Thymian oben drauf geben. Und dann das Ganze einmal miteinander verrühren. Achtung, du solltest bei diesem Rezept hin und wieder mal reingucken und hin und wieder mal rühren, also nicht einfach nur Deckel drauf und dann das Ganze vergessen, sondern du solltest dich schon ein bisschen drum kümmern, dass das Gemüse halt unten nicht anbackt, wobei da halt wirklich ordentlich Öl drin ist. Nun den Deckel drauf machen, unten drunter liegen in dem Fall 8 Kohlen, oben drauf kommen nochmal 6 Kohlen und dann kannst du das Ganze erstmal für 60 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Und nach diesen 60 Minuten sollte das Ganze so aussehen. Du siehst, das Ganze hat wirklich schon an Volumen ordentlich verloren und jetzt ist es Zeit zu salzen, bevor das Fleisch mit dabei kommt. Deswegen eine ordentliche Prise Salz mit draufgeben und das Ganze dann durchrühren. Übrigens, wenn du dich fragst, was kann ich dazu überhaupt essen? Wir haben die Reste mit Nudeln gegessen und das passt unglaublich gut. Also einfach ein paar Nudeln kochen und dann das Ganze dazugeben. Nun die Chorizo und das Hähnchenfleisch mit da draufgeben. Das Ganze nochmal kurz ein bisschen miteinander verteilen und dann lässt du das Ganze bei geschlossenem Deckel nochmal für mindestens 30 Minuten in Ruhe, denn dann wird das Fleisch schön weich und vor allem wieder heiß. Das war's, was ich sagen wollte. Nun ist das Gericht auch schon fertig und du kannst es einfach auf Tellern servieren. Wie gesagt, das Ganze passt wunderbar zu Nudeln. Ich kann es mir aber auch zum Beispiel zu einer Polenta gut vorstellen oder zu Reis. Das ist wirklich individuell und es schmeckt unglaublich gut, obwohl da wirklich ganz, ganz wenige Zutaten nur drin sind. Deswegen solltest du das unbedingt mal nachmachen. Und wenn du noch weitere Rezepte rund um den Dutch Oven suchst, dann kann ich dir unser Buch Dutch Oven ans Herz legen oder auch unser neues Buch Neue Rezepte von der Sauerländer Barbecue. Das ist nämlich das zweite Dutch Oven Buch. Das habe ich nur ehrlicherweise bis jetzt noch nicht gefilmt. Und dann bekommst du natürlich von mir noch das Rezept. Und ich würde mich wie immer freuen über jeglichen freundlichen Kommentar, über jeden Daumen nach oben, über jedes Gefällt mir, wenn du deinen Freunden von den Videos erzählst und wenn du mir natürlich gewogen bleibst und die Videos weiter schaust. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!